Seit Dienstag ist es fix, dass ab 1. August neue Regeln für Corona-Infizierte gelten. Der Gang also in die Quarantäne ist dann nicht mehr vorgeschrieben. Positiv Getestete können dann mit einigen Einschränkungen das Haus verlassen, ja, wenn sie sich eben nicht krank fühlen. Während der Gesundheitsminister Johannes Rauch die Entscheidung verteidigt, kommt es aber aus den roten Ländern weiter zu Kritik. Die Ärztekammer verlangt Begleitmaßnahmen und auch ja, bei der Gecko scheint die Skepsis dann doch zu überwiegen. Das Arbeiten also mit positivem Test ist künftig wieder möglich, wenn eine Maske angelegt ist. Ja. Und keine Beschränkungen gibt es, wenn am Arbeitsplatz nur aktuell infizierte Personen dann eben zusammentreffen. In vulnerablen Settings wie zum Beispiel Krankenhäusern ist eine Maske zu tragen. Zu beachten ist, dass die Verkehrsbeschränkungen nicht erst nach einem positiven PCR-Test laufen, sondern bereits nach einem Antigen-Test gelten. Ja, Rauch verwies erneut auf die Devise so viel wie nötig, so wenig wie möglich und die vielfältigen psychosozialen Auswirkungen der Krise. Die Situation sei eine andere als 2020, wo man einem unbekannten Virus gegenüber gestanden sei. Entsprechend gehe man nun gut vorbereitet in eine neue Phase der Pandemiebekämpfung.